Hallo, herzlich willkommen zurück hier im LS19 auf der schwarzen Pumpe. So, ihr seht, wir sind immer noch dabei, das Gras zu pressen. Unser Kollege ist immer noch dabei, den Weizen zu dreschen. Ist aber gut dabei. Ansonsten im Moment ist arbeitstechnisch mal etwas ruhiger, weil die anderen Felder sind am Wachsen und ein paar sind noch nicht fertig. Also können wir da gemütlich unsere Runden fahren. Tiere sind versorgt. Das passt auch so. Wir können mal wieder Gras essen. Wir haben es ja letzte Mal nicht geschafft. Hätte ich schon außen rumfahren können, aber naja, fahren wir mal so. Weil da war es zu spät auf der Uhr, da war schon dunkel, ja. Wir hatten ja Kartoffeln letzte Mal dann richtig geerntet da und das hat sich halt bis spät in die Nacht hingezogen. Aber egal, sage ich da mal. Die Wiese läuft ja nicht weg. Von daher geht das ja. Geht auch relativ schnell. Naja gut, das Pressen, du fährst einfach nur über die Schwad und winkel die Bim. So. Kollege ist voll. Naja, ich schaffe immer bloß anderthalb Bahnen. Anderthalb Bahnen ist nicht viel. Aber er ist schon auf dem Rückweg, das ist toll. So. Also wirklich so anderthalb Bahnen. So. Hau mal rein dein Zeug. So, jetzt haben wir wieder anderthalb Bahnen Ruhe. Stroh haben wir ja nicht von dem Weizen gesammelt oder sammeln wir, weil wir haben genug Stroh, also wirklich mehr als genug Stroh. Die haben auch gleich fertig, das ist schön. Stüppel nehmen wir mit. So.
So, drei Minimieb. Dann haben wir wieder ein paar Ballen hier liegen. Dann kann man gleich rüber auf die nächste Wiese fahren und da einfach mal schnell hoch und runter und dann passt das. Ah, das will immer noch nicht raus. So. Auf zur nächsten Wiese. Die ist ja nicht weit weg. Nämlich genau hier. Gucken wir mal anfangen. Hier. Auf geht's. Fahren wir doch mal. Das geht ja auch hier relativ schnell, weil... Was halt beim Horseplay schön wäre, ist, wenn du dir die... wie sagt man, also vorgibst, wie er fahren soll, weil die Kursgenerierung ist ja hier. Hier hast es schön und auf der anderen Wiese habt ihr ja gesehen, da fährt er so komisch. Schöner wäre es, wenn er über die Länge fahren würde. Naja. Ah, der Kollege ist auch gleich wieder fertig. Naja. Also fertig im Sinne von voll. Oh, aber schnell jetzt. Ich glaube, jetzt hat er mehr Bahn gebraucht. Ja? Naja, jedenfalls ist er fast am Ende. Das ist schon mal gut. Wir werden auf jeden Fall wieder voll. Also 20.000 kriegen wir auf jeden Fall noch raus hier. Mal gucken hier, aber das kriegen wir hin. So. Und ich vergesse mal nicht wieder den Ballen wie letztes Mal, aber heute ist es ja nicht so dunkel. Das haben wir ja letzte Mal, wo wir sie gemäht haben, da war es ja schon in der, war das schon die Dämmerung? Es war schon ziemlich dunkel. Da war es schon ziemlich dunkel, da aber das mal schon übersehen. Außerdem haben wir den ja dann beim nächsten Mal mitgenommen. Also daher. Aber ich habe ihn nicht liegen sehen. Das war sehr lustig.
Also mir gefällt die Gülle-Textur, das ist sehr nice. Sehr, sehr nice. Bräuchte man rein theoretisch eigentlich noch einen Gülle-Überladewagen. Damit, wenn man gerade, ich denke mal, wenn man jetzt Feld 3 dann güllen, das wird wohl nicht ganz reichen. Aber da müssen wir halt mal hoch wieder fahren zum... Ist ja nicht weit entfernt von dem Feld. Geht ja auch relativ fix. Der Auswurf ist ja schon mal ganz gut. Das haben wir ja beim letzten Mal gesehen. Also ich hätte gedacht, wir müssen mehr, aber das hat ohne Probleme funktioniert. Wir haben ja hier die zwei Felder, ich glaube, komplett gegüllt. Ohne zwischendurch aufzuladen. Ich hatte schon gedacht, dass wir bei dem ersten da schon mal neu fahren müssen. Aber es war nicht der Fall, von daher Spitze. Weizen ist auch gleich wieder voll. Aber wir sind auch gleich fertig hier auf der Wiese. So, dann nehmen wir nämlich die zwei schwarz, nehme ich komplett mit. Sehr schön. Gewait muss entladen werden. Gewählt. Naja, da steht schon wieder. Steht schon wieder bereit. Was ist da hier? Ah, hier hinten fehlt noch ein bisschen was. Also Mitte und hinten. Naja, erstmal die Mitte noch voll machen. Bitte geben Sie mir Ihr Rohr jetzt. Vielen Dank. So. Jetzt machen wir die hier weiter. Das sind ja 1, 2, 3 Bahnen erledigt. Sehr schön. Ah, die Ballenbreite ist schon was Schönes. Ist schon wieder leicht schmutzig, obwohl man gerade gewaschen haben. Wunderbar. Aber für heute war es das wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ich verabschiede mich und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, ciao, ciao.